sein Leben gegangen. Ja, aber auch um unseres. Und da erwartest du noch, dass man dir alles erzählt. Dir die Wahrheit. Wenn du nun dem Georg Heißler die Tür vor der Nase zugemacht hättest. Und dann gebe ich dir die Zeit, 3 Tage später. Und dann findest du ihn. Unter Volksgerichtshof und unter Urteil vollstreckt. Hättest du dann keine Reue? Tätest du ihm dann die Tür nochmals vor der Nase zumachen, wenn du das vorher wissen konntest?